Gucken wir mal, ob das mit dem anderen Anbieter klappt. Da sehe ich schon ganz viele Kacheln. Sehr schön. Und rufe noch mal in diese riesige Kachelwelt Patrick Bronner und Ira Dieter und Ira Dieter da. Sehr schön, Sehr wunderbar. schön, wunderbar. Okay, wir waren gerade hängen geblieben am Friedrich-Gymnasium bei dir, Patrick, in Freiburg und bei der Fragestellung, wie denn die Kompetenzen der Lehrkräfte auf ChatGPT jetzt auch in der Fortbildung gerade ein Echo finden, weil das wollte ich jetzt einfach mal fragen, da hast du wahrscheinlich auch ganz viel zu tun gerade, ne? Genau, also noch nie wurden Lehrerfortbildungen zum Thema KI so stark gefragt wie jetzt gerade. Selbst in Corona-Zeiten gab es nicht so viele Anfragen. Und es zeigt wieder das Positive. Die Lehrer merken, da muss sich was verändern. Es geht nicht mehr so weiter. Und dann werden Fortbildungen gebucht. Und in Fortbildungen haben wir auch keine finalen Rezepte, keine Regeln und so weiter, sondern wir zeigen denen die Möglichkeiten, wie es gibt, die Chancen und natürlich auch die Risiken. Und die Schulen müssen dann einfach weiterarbeiten. Und das geht am besten in der gesamten Schulgemeinschaft mit Elternvertretern, mit Schülernvertretern und allen Lehrern zusammen einen pädagogischen Tag, wo gemeinsam überlegt wird, wie machen wir das Beste draus. Okay, wie machen wir das Beste raus? Das ist ja auch unser Motto jetzt gerade hier. Vielleicht an alle netterweise auch nochmal dran denken, einfach das Mikrofon muten, damit wir möglichst ein großes Verständnis, auch ein akustisches herstellen können. Ira, wir waren vorhin hängen geblieben bei der Frage, ich hatte das Brennglas angedeutet, das ChatGPT und was da noch alles kommen wird. Das sind ja auch Riesenchancen, ja, auf dieses Thema digitale Kompetenzen für Lehrkräfte geworfen hat. Was hat es beflügelt? Was würdest du sagen? Und erstmal, wir hatten ja mehr sozusagen, es ist eigentlich ja die zweite Welle, wenn man das irgendwie anfängt zu zählen. Also als die Pandemie anfing, mussten viele Personen sich einfach neu damit zu befassen und hatten tatsächlich gestern zum Teil erstmals einen Anlass, sich damit zu befassen und auch gleichzeitig, je nachdem, wie das in den Schulen organisiert war, eben auch einen Freiraum, mal was zusammen auszuprobieren. Das war eigentlich die große Chance, glaube ich, dass man zusammen gleichzeitig einen Anlass und auch gleichzeitig Kinder sind zu Hause, Lehrkräfte in der Schule und wursteln sich gemeinsam vor allen Dingen irgendwie durch und sorgen für ihren eigenen Kompetenzerwerb. Und jetzt haben wir damals hatten wir nicht so viel Fortbildung, ne? Und jetzt kommt zwischendurch ChatGPT um die Ecke und wir erleben tatsächlich diese Sogwirkung, von der ja gerade auch gesprochen wurde, dass sich viele Personen hier für interessieren, Fortbildung dazu bewegen, besuchen. Und insgesamt, wie wir gerade schon im Beispiel mit der Deutscharbeit oder mit dem Aufsatz gehört haben, einen Anlass sehen. Interessant finde ich gerade bei so einem Beispiel, dass das so ein bisschen das verlagert. Wir haben die Problematik bei der also die Prüfungsproblematik haben wir eigentlich auch vorher schon gehabt, wenn die Kinder zu Hause Aufgaben anfertigen, da hätten ja auch ältere Geschwister oder Eltern helfen können. Und das wurde nicht so sehr in Frage gestellt, wie jetzt ChatGPT kann auf einmal helfen. Das ist einfach der Zugang, der einfacher geworden ist, aber er ist eigentlich auch gleichberechtigter, denn sonst war man darauf angewiesen, wie gut die eigenen Geschwister oder Eltern sind, und jetzt hat jeder Zugriff auf mehr oder weniger gute Hilfe. Ja. Wir haben das Also Ganze das. Mama und Papa GPT genannt, nach dem Motto, die Schüler aus einem guten Elternhaus, sage ich mal, die hatten vorher schon den Support und jetzt Genau. haben die Chance, eben alle Schülerinnen den Support zu haben, wenn sie den Zugriff auf ein gutes System haben. Deswegen zur Chancenbildungsgerechtigkeit bräuchten alle Schüler Zugriff auf eine KI, auf einen KI-Lernbot zum Beispiel, der vom Land zur Verfügung gestellt werden muss für die Chancenbildungsgerechtigkeit. Ja, aber Patrick, wir reden ja heute natürlich auch über die Schülerinnen und Schüler, aber im Wesentlichen über die Lehrkräfte. Da gilt das natürlich ganz genauso. Ira, die Gesellschaft für Informatik hat ja auch, und das ist das, wo du uns mit hinnehmen willst, besonders Empfehlungen ausgesprochen, die ja auch genau in diese Richtung gehen, möglichst für alle sowas wie digitale Basiskompetenzen zu formulieren. Welche sind das?
Genau, also das, worauf Kate anspielt und was ich auch vorhin anspielte, war, dass die Gesellschaft für Informatik, die gibt regelmäßig in unregelmäßigen Zeitpunkten Empfehlungen für alles Mögliche raus, meistens zum Informatikunterricht oder zum Informatikstudium. Die Gesellschaft für Informatik hat auch sich mit KI in der Schule beschäftigt, aber eben auch mit den Lehrkräften. Wir hatten einen Arbeitskreis, jetzt gucke ich mal, ob das hier mit dem Verwischen auch zu lesen ist. Also wir haben eine Empfehlung erarbeitet in den letzten Jahren zu Informatikkompetenzen für alle Lehrkräfte. Das heißt, das ist eigentlich etwas Besonderes, dass sich so eine Fachgesellschaft in alle anderen Fächer einmischt. Und das nehme ich auch sozusagen und alle damit verbundene Kritik auch gerne an. Wir fanden aber trotzdem, dass es notwendig ist, denn wir haben eine besondere Situation, weil fast keine Personen der aktuellen Lehrkräfte hatten selber Informatikunterricht. Es kommt natürlich mal darauf an, in welchem Bundesland man war. Und dadurch ist es nochmal doppelt schlimm, dass jetzt sozusagen wir nicht nur in der Schule als normale Bürgerinnen und Bürger nicht gelernt haben, mit bestimmten Dingen umzugehen, sondern auch in unserer Lehrkräftebildung diese Kompetenzen in der Regel im Schnitt, ne, es gibt immer gute Ausnahmen, nicht verankert sind bisher. Die Kultusministerkonferenz hat 2019 die digitalen Kompetenzen in den Katalog sehr, ich sag mal, allgemein aufgenommen. Es sind schon ganz gute und auch ja, umfangreiche Kompetenzen dabei, wenn man sie entsprechend interpretiert. Aber diese Interpretation fällt natürlich auch schwer, wenn man sich darunter relativ wenig vorstellen kann, weil man ja selber diese Kompetenz nicht besitzt. Und deswegen haben wir in dem Arbeitskreis gesagt, wir übersetzen das. Also das Empfehlungsdokument ist nicht einfach nur eine Liste mit Kompetenzen, was man jetzt alles machen sollte als Lehrkraft, insbesondere in der Uni-Ausbildung. Nochmal den Hinweis, bitte schalten Sie Ihr Mikrofon aus. Sondern wir haben im ersten Teil abgeleitet aus den Empfehlungen oder aus den Vorgaben, das ist ja keine Empfehlung, der Kultusministerkonferenz, wie wir da hinkommen. Das heißt, wir haben eine Situation genommen von einer fiktiven Lehrkraft Kim, die zum Beispiel nicht nur in Häkchen mit ihren Fächern vernünftigen Unterricht machen will, mit Hilfe digitalen Medien. Das sozusagen, das ist ja das, was man mal als erstes denkt, sondern eben auch, was wir gerade schon gehört haben, irgendwie zum Beispiel automatisch unterstützt bewerten möchte oder überhaupt über den Einsatz zum Beispiel so eines Systems wie ChatGPT oder anderer Kommunikationsmittel auch zwischen im Kollegium zum Beispiel entscheiden muss. Was auch dazu gehört, das gehört auch zum Leben einer Lehrkraft und welche Kompetenzen man dazu braucht, haben wir versucht abzuleiten. Da kommt dann zum Beispiel, wenn ich mit Schülerdaten, meine Schülerdaten und auch die Noten digital verarbeite, dann sollte ich mich als Lehrkraft natürlich auch zum Schutze der Kinder und der Daten mit Verschlüsselung auskennen. Ich müsste wissen, wo die Daten eigentlich liegen. Dazu muss ich eine grobe Idee haben, wie das Internet funktioniert und auch Informatiksysteme funktionieren und auch selbst in der Lage sein, bestimmte Zugriffsrechte zu setzen und Verschlüsselung anzuwenden und auch mir darüber sicher zu sein, dass das dann auch funktioniert, damit ich zum Beispiel entsprechende Förderberichte mit Kollegen austauschen kann, wenn sie die haben müssen. Kira, die Maike Karnebogen hat netterweise gerade schon den Link eingepflegt in den Chat, wo die Empfehlungen drin sind. Die sind ja einmal in so einer Art Zusammenfassung drin, aber dann auch nochmal weiter. Lasst uns doch vielleicht einfach auch nochmal formulieren, weil ich ja vorhin auch von den unterschiedlichen, sage ich mal, Startbedingungen gesprochen habe, auch von unterschiedlichen Tempi, ja, unterschiedlichen Bedarfen. Was ist denn eigentlich damit gemeint, wenn wir über Basiskompetenzen reden? Und was heißt das auch für den fachpraktischen Unterricht? Das ist ja dann vielleicht noch mal eine andere Nummer, ne? In den naturwissenschaftlichen oder in den MINT-Fächern. Patrick, magst du beginnen mit Formulieren? Du meinst, welche Kompetenzen Ja, brauchen, was genau. denkst du ist wichtig? Ja, ich gehe da immer ein bisschen anders ran, weil solche Leitfäden, die kommen ja von oben herab, top-down und so weiter, und wir haben davon ganz viele. Also wir haben auf der Landesebene den Bildungsplan, wo Kompetenzen drin stehen. Wir haben an den Seminaren einen Medienbildungsplan mit Kompetenzen, auf der Bundesebene die KMK-Strategie, auf der europäischen Ebene DigiComp-Edu. Das sind wahnsinnig viele Kompetenzen, die bei uns gefordert werden. Aber wenn ich in der Lehrerfortbildung ankomme und sage, heute geht es um Kompetenzen im Physik
Physikunterricht, dann schalten 90% der Lehrerinnen und Lehrer ab und sagen, ich gehe gerade wieder, ja, Kompetenzen, so ein Quatsch. Man muss anders rangehen und dann sagen, man muss den Lehrern Beispiele zeigen nach dem Motto Unterrichtsprojekte, die man gerade durchgeführt hat. Und man muss ihnen sagen, ja, was brauchen denn unsere Schülerinnen im 21. Jahrhundert, welche Kompetenzen, gerade jetzt im Zeitalter der KI. Und da sind wir ganz schnell bei solchen Projektarbeiten. Und dann zeige ich eben Beispiele und nenne dazu die Kompetenzen, zum Beispiel kritisch hinterfragen. Dann das Auswählen von guten digitalen Ressourcen und das reflektierte Handeln, das sind ja alles Kompetenzen, die Lehrerinnen und Lehrer benötigen. Und ich habe jetzt gerade ein gutes Beispiel. Jetzt kommen ja ganz viele KI-Anwendungen ins Klassenzimmer rein. Und wir haben uns im September für eine KI-Mathe-Lernplattform entschieden, die versprochen hat, adaptives Lernen für jeden Schülerinnen und Schüler. Großen Erfolg mit der adaptiven Lernplattform. Wir haben das dann für alle Schülerinnen gekauft, eine Lizenz, haben das ausprobiert, haben das evaluiert und jetzt wieder abgeschafft, weil die Schüler haben es abgelehnt. Also da findet zum Beispiel für die Lehrerin hat da stattgefunden, dass sie am Anfang eine digitale Ressource ausgewählt haben und dass sie reflektiert gehandelt haben. Also eine ganz wichtige Kompetenz und das in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Und wir haben einfach gemerkt, diese Lernplattform ist noch nicht passend sozusagen für den Unterricht. Deswegen haben wir sie jetzt wieder abgeschafft, obwohl KI drin steckt. Also das sieht man mal, wie Kompetenzen wichtig sind, aber die von bottom-up sozusagen gefördert werden. Ja, Genau, und es die geht in Lehren. eure Richtung, ne? Ja, es ist sozusagen, man muss unterscheiden zwischen den Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler und die für die Lehrkräfte, die eben den Unterricht und auch das Schulleben und ihre eigene Arbeit gestalten. Denn sozusagen, dass wir nicht nur immer, natürlich müssen wir an die Schülerinnen und Schüler denken, keine Frage, aber der Schritt davor ist ja auch eine informierte und gut begründete Gestaltung des Unterrichts. Und Lehrkräfte müssen immer wieder, jeden Tag neu und jede Sekunde neu entscheiden, wie sie ihren Unterricht möglichst gut für ihre Kinder aufbereiten. Und dazu benötigen sie eben tatsächlich dann auch eine gewisse Übersicht, was überhaupt möglich ist einerseits. Das heißt nicht, dass alles gemacht werden muss, was möglich ist. Aber eben genau das, was ihr sagt, ihr sozusagen ausprobieren, feststellen, es taugt nicht. Denn eine Kompetenz ist zum Beispiel eben auch, dass man sich vor dem Einsatz von irgendeinem Tool als Lehrkraft darüber im Klaren ist, unter welchen Bedingungen und auch unter welchem Geschäftsmodell das Tool eigentlich auch entwickelt wurde. Und spätestens dann, wenn irgendetwas gratis ist, das wissen wir ja inzwischen, da sollten wir uns fragen, wodurch wird das eigentlich bezahlt und was für eine Grundannahme steckt eigentlich dahinter, auch wenn wir zum Beispiel in bestimmten Fächern Learning Analytics, also auch ein bisschen KI gestützt, die Bewertung vielleicht oder Empfehlungen für unsere Kinder vornehmen, dann müssen wir uns auch immer fragen, und das müssen dann die Lehrkräfte auch selber tun, sich zu fragen, auf welcher Grundlage werden eigentlich diese Entscheidungen getroffen, welche Daten werden überhaupt erhoben, welche Schlüsse werden gezogen, und entspricht das auch meinem Verständnis von diesem Fach oder von diesen Kompetenzen, die meine Kinder erlangen sollen. Denn wir sind hier in Deutschland und vielleicht wurde eben das in einem ganz anderen Kulturkreis entwickelt, wo andere Dinge wichtig sind. Jetzt erwartet man natürlich vielleicht von einer Informatiklehrerin oder einem Lehrer, dass er das kann. Wir haben jetzt gerade über den Germanistik- oder Deutschlehrer in Freiburg gesprochen, deinen Kollegen Patrick, der das sicher auch kann, aber ja anders einsetzt. Nochmal auch zu den MINT-Fächern, ne? Da sind ja noch andere Kompetenzen vielleicht erforderlich, oder? Das ist falsches Denken. Nee, auf jeden Fall. Gerade in MINT-Fächern geht es zunehmend darum, den Unterricht offener zu gestalten. Also es ist nicht auf die Berechnung der Formel R ist U durch I ankommt, sondern dass man zunehmend offener, forschendere Aufgabenstellungen in Unterricht integriert und da auch wirklich KI zulässt für solche Projektarbeiten. Und das ist so ein Wandel, den habe ich schon, ich habe 2012 in einem EU-Projekt mitgearbeitet zum Forschen und Lernen, das hieß Primas. Und ganz tolle Ideen, ganz viele Aufgabenvorschläge, aber wir haben festgestellt, dieser hochkompetenzorientierte Unterricht zum forschenden Lernen, der kam im Unterricht einfach nicht an bei den Lehrerinnen und Lehrern, trotz der vielen Fortbildung und so weiter. Und jetzt mit der Digitalisierung ist da nochmal eine neue Chance vorhanden, eben
ein solches Arbeiten in den Unterricht zu integrieren, weil die Lehrerinnen und Lehrer stellen auch fest, mit geschlossenen Aufgaben, mit dem einen einzigen richtigen Ergebnis, das funktioniert nicht mehr, weil das kann die KI viel besser wie jeder Schüler. Und deswegen bringe ich jetzt als Beispiele, liebe Lehrerinnen und Lehrer, benutzt offene Aufgabenstellungen, wo die Schüler begründen müssen. Und eine solche Aufgabenstellung, die füge ich gerade mal in den Chat ein. Hier ging es um Lichterketten im Physikunterricht. Das war eine offene Aufgabenstellung. Die Schüler sollten bewerten, braucht die viel Energie oder wenig Energie. Und die durften alle KI-Tools zur Bearbeitung nutzen. Das Lernprodukt war ein Erklärvideo. Das heißt, die Schüler haben hier selbst gesteuert gearbeitet, über 4 Wochen hinweg. Und ich dazu habe Kompetenzen gebraucht, das entsprechend anzuleiten, aber die Schüler haben auch wieder ganz viele Kompetenzen gebraucht, das selbstgesteuerte Lernen und so weiter. Und wir haben im Team sozusagen immer gearbeitet. Das heißt, ich habe geguckt, was brauchen die Schüler, wie kann ich ihnen helfen beim Lernen? Und eine wichtige Kompetenz, gerade jetzt im digitalen Zeitalter, ist auch die Kompetenz des Scheiterns. Ja? Ich sage, auch bei mir funktionieren manche Unterrichtsprojekte nicht gut und dann breche ich sie ab. Oder eine Unterrichtssequenz mit ChatGPT ist neulich völlig aus dem Ruder gelaufen, weil ChatGPT bei 3 Schülern völlig falsche Antworten gegeben hat. Ich habe dann reflektiert und rauskam, der Prompt war sehr unklar bei den Schülerinnen und Schülern. Aber das sage ich immer, Scheitern gehört dazu und aus Fehlern lernen wir. Und ich bin dann in der nächsten Stunde wieder in die Klasse gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin letzte Stunde gescheitert, das gebe ich ganz offen zu, aber schaut mal, das können wir daraus lernen, dass es eben auf den Prompt drauf ankommt. Deswegen Kompetenz des Scheiterns, eine sehr wichtige Kompetenz, das zulassen. Genau, ist in Deutschland eine Kompetenz, die manchmal nicht so verbreitet ist in ihrer. Wir haben das ja heute auch ganz gut bewiesen, wie man aus Scheitern dann doch wieder was machen kann, indem man nämlich einfach nicht aufgibt und weitermacht und über das Scheitern auch lernt. Wir wissen natürlich noch nicht, was jetzt falsch gelaufen ist, aber das werden wir noch rausfinden. Wenn wir jetzt über diese Möglichkeiten reden, die Patrick gerade geschildert hat, dann reden wir auch über Freiräume, ne? Um diese Kompetenzen zu entwickeln. Da haben wir aber noch nicht genug. Oder viele Lehrer klagen ja auch darüber, dass sie einfach echt total eingespannt sind. Ne? Genau, also das ist etwas, ich glaube, das müssen wir schauen, dass wir das rüber retten. Wir haben es in einer Art Notfallprogramm, habe ich gerade schon erwähnt, in Corona-Zeiten gemacht und gemeinsam uns irgendwie weiterentwickelt. Und es wäre schön, wenn Schulen, es gibt auch Schulen, die solche Freiräume sich selber natürlich in Form von, gibt es ja jetzt auch schon länger, schulinterne Lehrerfortbildungstage nutzen, um sich eben nicht nur Dinge ja von außen erzählen zu lassen, sondern auch gemeinsam zu entwickeln, gemeinsam zu schauen, wie machst du das, wie mache ich das, was gibt es dort. Aber generell ist es auch tatsächlich immer noch so, auch ChatGPT ist ein gutes Beispiel dafür, das ist, man läuft einer gewissen Entwicklung hinterher. Und man hat immer das Gefühl, man reagiert und man agiert nicht. Und das lässt sich eben tatsächlich nur dann aufheben, wenn wir alle dafür sorgen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt X alle Lehrkräfte, egal welcher Fächer, ein gewisses Grundwissen über die Grundsätze der digitalen Welt, nämlich über die informatischen Prinzipien dahinter, verstehen. Dann wissen wir nämlich, das ist nicht immer etwas komplett Neues. Ne? Also das Internet sieht immer wieder neu aus. Und ja, ChatGPT hat ein paar Eigenschaften, die jetzt für viele sehr praktisch sind. Deswegen ist es weit verbreitet. Aber letzten Endes ist es immer noch eine Maschine und unterliegt auch da bestimmten Grenzen, die alle Computer betreffen. Genau. Und das ist klar, kann es bestimmte Dinge besonders schnell, aber es hat kein Findungsvermögen. Es kann eben nicht wirklich interagieren, sondern es gibt nur eine wahrscheinlich richtige Antwort. Und ich glaube, wir sollten auch nicht nur Freiräume dafür schaffen, dass man sich in das neueste Tool XYZ eben einarbeitet, sondern dafür sorgt, dass alle Lehrkräfte eben auch diese Grundsätze erlangen, damit wir, also auch zum Beispiel, wie man Verschlüsselung benutzt zum Beispiel und auch was das überhaupt ist. Ne? Also, dass CESA-Verschlüsselung eine sehr unsichere Verschlüsselung zum Beispiel ist, wie das mit den öffentlichen und privaten Schlüsseln geht, was es damit auf sich hat, damit sie einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein im Umgang mit diesen Systemen haben und nicht jedes Mal ein bisschen ja, sich auch überfordert fühlen, sondern auch für ihre eigene
Kompetenz sorgen, damit sie eben selbstbewusst auch damit umgehen können. Und auch entscheiden können. Vielleicht bei der Gelegenheit nochmal die Aufforderung an die Teilnehmenden, einfach in den Chat, wenn Fragen bestehen an die beiden oder aus eigenen Erfahrungen oder Vorschläge sogar, wie man es besser machen kann, gerne sich einzubringen. Wir wollen das ja nicht hier als Trialog vier mit unter dreien, unter vieren gestalten, sondern sehr gerne weiter. Aber Patrick, du wolltest was sagen. Genau, du hast gesagt, viele Lehrer klagen, das kann ich schon gar nicht mehr hören, weil Okay. ich höre das natürlich im Lehrerzimmer, wir haben so viel zu tun. Entschuldigung, das kann sich kein Mitarbeiter in einem Industriebetrieb leisten. Meine Frau arbeitet in der Pharmaindustrie, die sagt, wenn ich das sagen würde, wäre ich morgen gekündigt. Ja? Ich muss den Lehrern sagen, ja, arbeitet doch an eurer Situation. Entwickelt gemeinsam was als Team, bottom-up sozusagen, geht in die Kooperation, etabliert eine Kultur des Teilens an der Schule, baut die Experimente doch mal gemeinsam auf, beschäftigt euch gemeinsam mit der digitalen Messwerterfassung. Also nur so geht es, gemeinsam zu lernen, kooperativ, Kultur des Teilens. Und natürlich, für die digitale Welt brauche ich Eigeninitiative. Ohne Eigeninitiative, geht es nicht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil die Technik entwickelt sich rasant weiter. Und Eigeninitiative heißt auch, dass ich zum Beispiel, mein persönliches Lernnetzwerk habe, das nicht in der staatlichen Fortbildung, bis da eine Fortbildung mal kommt zu ChatGPT, das dauert sehr lange, weil die muss ja durch alle Ebenen durch, sondern durch persönliche Lernnetzwerke auf X, auf Twitter sozusagen oder auf Instagram. Also da hole ich meine Informationen her. Wenn ich eine Frage habe, stelle ich die und bekomme ganz viele Antworten. Und viele Projektideen bekomme ich eben über solche soziale Netzwerke. Also muss den Lehrern auch mal andere Möglichkeiten zeigen, wie sie sich digital fortbilden können. Und ich erlebe es immer so, wenn Lehrer das Gefühl haben, digital kompetent zu sein, wenigstens in einem Bereich, dann setzen sie digitale Medien auch wirklich bewusst ein. Und dann werden wieder die Medienkompetenzen der Schüler gefördert. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Und man muss einfach mal loslegen, klein anfangen. Ich sage dann immer, fang doch mal mit einem stummen Video an, mit der Nachvertonung, nicht mit einem ganz großen Projekt, und hangel dich dann sozusagen langsam vor in einer größeren Projektarbeiten und mach Selbsterfahrung, fördere deine eigenen Kompetenzen mit den Schülern Also zusammen. genau, mit den Schülern zusammen, das ist wichtig, kollaboratives Arbeiten sozusagen auf allen Ebenen und einfach auch nochmal hier die Ermutigung, sich auf den Weg zu machen. Niemand hat da von Anfang an mit Silberlöffeln alles gegessen, um mal das ein bisschen abzuwandeln, sondern da waren ja zum Teil auch schmerzhafte Erfahrungen dabei und werden es noch dabei sein, weil das Scheitern auch dazu gehört. Ihrer, wenn wir jetzt aber nochmal genau schauen in die Lehrerausbildung, ne, nehmen wir uns mit in die Hochschule, du bist in Oldenburg, ne? Wie sieht's denn aus mit dem, was die Gesellschaft für Informatik gefordert hat? Lies das mal vor, was da drin steht. Kompetent, souverän und selbstbestimmt sollen die Lehrkräfte und auch die Schüler in der digitalen Welt agieren. Und da wollt ihr als erstes Verankerung in den Rahmenvorgaben für die Lehrkräftebildung auf Bundes- und Landesebene. Sag uns mal, wie weit wir davon noch entfernt sind oder positiv, wie nah wir dran sind. Also es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe vorhin schon gesagt, wir waren im Jahre 2019, hat die Kultusministerkonferenz eigentlich diesen Punkt erfüllt, weil sie ein bisschen generisch formuliert, aber es steht sowohl in den Fachvorgaben, da steht bei jedem Fach im Prinzip drin, dass die Studierenden darauf vorbereitet werden, in diesem Fach adäquat mit digitalen Mitteln zu unterrichten, dass sie auch über den Wissenserwerb oder überhaupt den Fortschritt in der Wissenschaft und auch in den entsprechenden verwandten Berufsgebieten von ihren Fächern Bescheid wissen, welchen Einfluss dort Digitalisierung hat. Und auch sozusagen im allgemeinen Teil von den Bildungswissenschaften sind eben auch insgesamt in den 11 Kompetenzen eben auch so digitale Aspekte drin. Das steht unter anderem drin, dass sie eben auch die Grundlagen selber verstanden haben und nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrkräfte. Also der Teil, da könnte man eigentlich, wie gesagt, einen Haken drunter machen und sozusagen, was das genau bedeutet, haben wir in den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik ausformuliert. In den einzelnen Bundesländern muss das jetzt so ein bisschen durchsickern. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man mit sowas umgeht, aber die Bundesländer selber
Da sind ja Herren der Hochschulen und diese Hochschulen müssen sich natürlich auch in der Lehrerbildung entsprechend bewegen. Es gab natürlich in den vergangenen Jahren verschiedenste Projekte zur Qualität der Lehrkräftebildung, die auch viel mit Digitalisierung zu tun hatten. Also sozusagen nicht in der ersten und zweiten Welle, aber in der dritten Welle war Digitalisierung explizit in diesen Ausschreibungen enthalten. Da hat sich in den Universitäten schon viel getan. Und es wurden Strukturen dafür etabliert. Was noch nicht so sehr verbreitet ist, dass es verpflichtend Ja. Veranstaltungen gibt. Wir haben in Oldenburg tatsächlich in den meisten Studiengängen tatsächlich verpflichtende Veranstaltungen, beziehungsweise eine große Veranstaltung, die für die meisten verpflichtend ist. Die heißt Medienbildung und Digitalisierung und die versucht, zumindest einen Teil dessen abzubilden, was für alle wichtig ist. Und gleichzeitig sind dann die einzelnen Fächer natürlich noch aufgerufen, dies in ihrer jeweiligen Fachcommunity, in ihren einzelnen Veranstaltungen, also zum Beispiel jetzt auch in der Chemie zur digitalen Messwerterfassung bestimmte Seminare zum Beispiel durchzuführen. Das ist ja dann auch spezifisch, also sozusagen, dass da die Waage natürlich gehalten wird. Ich würde sagen, wir sind in Oldenburg noch nicht in der Endausbaustufe. Da kann man bestimmt noch viel mehr machen, aber ich glaube, dass wir unsere Studierenden guten Gewissens entlassen. Und viele andere Bundesländer sind jetzt so langsam auf dem Weg. Auf den Webseiten von unserem Arbeitskreis findet man eben auch einige gute Beispiele und auch Seminarkonzepte. Also das war uns wichtig, dass wir sowohl in den Empfehlungen als auch auf der Webseite mit den guten Beispielen Dinge anbieten, die andere Hochschulen vielleicht abschreiben oder nachmachen können. Ja, weil nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Da Genau, denn das ist ja häufig, wir haben es ja. im Chat auch schon gelesen, sozusagen, ja, wir Ja. haben zu wenig Informatiklehrer, ja natürlich, ne? Wir Ja. haben auch zu wenig Personen, die an den Universitäten in der Lehrerbildung in dieser Ja. Richtung tätig sind. Das ist sozusagen, nimmt man sich nichts und deswegen war uns wichtig, dass wir Angebote dort bereitstellen, die sich andere Dozentinnen und Dozenten zum Beispiel einfach runterladen können, die Konzepte anschauen. Da haben wir teilweise welche, die dezidiert aufschreiben, was in welcher Seminarsitzung passiert. Es gibt auch einen Online-Kurs, den man durchklicken kann und so weiter, sodass man da wirklich nicht unbedingt bei Null anfangen muss. Genau, und vor allen Dingen nicht alleine ist und auch schon auf die Erfahrung anderer und auch auf das Wissen anderer setzen kann. Das ist ja ganz wichtig. Patrick, du hast von Andreas Fischer den Hinweis bekommen, dass ja Herr Schleicher, Mr. Pisa, um ihn mal wieder so zu nennen, letztens erst eine ziemliche Schelte dafür bekommen hat, dass er gesagt hat, naja, die sind alle noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, die Lehrkräfte. Das war, glaube ich, als die letzte PISA-Studie bekannt gegeben wurde im Dezember. Was sagst du dazu? Ich meine, das ist ja auch immer, man merkt daran, dass da sehr viel Emotionalität bei dem Thema offenbar mitschwingt, richtig? Ja, also ich finde manche Zitate von Andreas Schleicher wirklich gut. Zum Beispiel der Vergleich, dass Lehrerinnen und Lehrer gerade MINT-Fächer Mitarbeiter in einem Fastfood-Restaurant sind, sozusagen das angewärmte Essen, den angewärmten Lernstoff einfach an die Schüler weitergeben. Das war mal ein Zitat von ihm, das fand ich ziemlich gut, weil in Mathe ist es doch so, ne? Ich muss hier den Pflichtlehrplan erfüllen, ich muss die inhaltsbezogenen Kompetenzen den Schülern einprügeln sozusagen und dann müssen sie es im Abitur runterbeten. Auch in Physik ist es so, dass es viele inhaltsbezogene Kompetenzen gibt, die ich einfach weiterreichen muss, aber es geht doch um viel, viel mehr. Ich muss die prozessbezogenen Kompetenzen fördern im Unterricht. Und gerade wenn es um digitale Kompetenzen geht, dann versuchen wir das eben durch offene, forschende Arbeiten, Projektarbeiten zu fördern. Und wir versuchen das auch in die Lehrerausbildung oder Lehrerfortbildung zu integrieren, indem wir eben bottom-up einfach mal zeigen, was ist möglich im Physikunterricht, den anders zu gestalten. Als Beispiel, ich habe hier eine Fortbildungsreihe, die bundesweit offen ist, gerade in den Chat reingeschrieben, da kooperiert das ZSL Baden-Württemberg mit der Universität Freiburg und dem MNU-Verein. Und so versuchen wir eben, Lehrerinnen davon zu überzeugen, dass der Unterricht anders stattfinden muss, dass sie im 21. Jahrhundert ankommen, weil viele Lehrer sind da wirklich nicht angekommen. Und ich erlebe auch Lehrerinnen und Lehrer, die sitzen immer wieder in Fortbildung bei mir drin und
Aber ihr Unterricht verändert sich nicht. Die sagen, das ist Mhm. alles toll, sie hören sich das gern an, aber die Umsetzung, die ist so schwierig, das lassen sie lieber. Und dann wird wieder an der Kreidetafel ein Oszilloskopbild skizziert und ich denke, oh je, das darf ich nicht offiziell sagen, aber es ist doch schwierig, das dann umzusetzen für manche. Ja, ist schwierig umzusetzen, wobei man ja auch sagen muss, und da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, es ist nicht alles super, was digital ist. Also es kann auch mal ein guter Kreideunterricht sein, aber ich möchte gerne hier die nächste Frage von Konstantin Egerer mit reinnehmen, weil ich glaube, die ist eine, die sehr viele umtreibt. Wie können Lehrkräfte, fragt er nämlich, in einer sehr sich schnell transformierenden und verändernden digitalen Welt die geeigneten Technologien auswählen, die es sich lohnt, auch zu verstetigen? Ja, also was gibt es darauf für eine Antwort? Wir wissen ja alle nicht, was jetzt an neuen Technologien um die Ecke kommt. Also man kann davon ausgehen, dass ChatGPT nur der Anfang ist oder Ira. Da ist viel mehr coming up noch demnächst. Also ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber sozusagen, was Lehrkräfte tun können, ist, sie können versuchen, die Hintergründe zu verstehen. Also wenn ich verstehe, wie das Internet funktioniert, wie Algorithmen grob funktionieren, das kann jeder mal ausprobieren, wenn er zum Beispiel sich mal ein kleines Programmchen mit Scratch zum Beispiel selber mal versucht zu programmieren, dann kommt man so ein bisschen rein, wenn man so ein bisschen versteht, wie einfach es ist, aber auch wie schwer an dieser Maschine zu sagen, was sie tun soll. Dass man einfach ein kleines Gefühl kriegt, das kann man tun. Und um einfach ein bisschen Entspannung für sich selber zu besorgen, damit man einfach mehr versteht, was dahinter läuft. Denn die Prinzipien zum Beispiel, wie das Internet funktioniert, sind schon über 50 Jahre alt. Und das ist nicht jedes Jahr neu, ne? Auch wenn es so aussieht. Und das kann man tun. Ich glaube, man sollte aber auch nicht verlangen, dass alle Lehrkräfte sich jetzt immer ständig in irgendwelche neuen Tools einarbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Da hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK sich ja auch zu verhalten und gesagt, es sollte Kompetenzzentren geben, die genau sozusagen diese Auswahl von ja, nutzbaren Tools vielleicht auch übernehmen. Dass man für eine gewisse Fächergruppe eine Instanz hat. Bitte auf die Jetzt Mikros ist es aus. achten. Aber vielleicht kann man das auch von der Moderation her, weil sozusagen auch Zoom gibt das ja normalerweise bei den Moderatoren her, dass die alle anderen stumm schalten. Also dass es sozusagen Empfehlungen von den jeweiligen fachdidaktischen Gesellschaften zum Beispiel oder eben von entsprechenden Kompetenzzentren, da würde ich das erwarten, dass da die Auswahl läuft. Und nicht alle Lehrkräfte darauf ihre Zeit verwenden, sondern die sollten die Zeit verwenden, ihren Unterricht möglichst gut vorzubereiten und tatsächlich auch zur Fortbildung zu gehen. Ja. Ich könnte auch noch sagen, eine Verstetigung gibt es nicht. Also die technische Entwicklung ist so schnell, dass ich jedes Jahr meinen Unterricht wieder ein bisschen anpassen muss. Es entwickelt sich jetzt KI oder auch die Sensoren im MINT-Unterricht entwickeln sich immer weiter. Und das ist ja auch doch das Spannende am Lehrerberuf, dass man nicht stehen bleibt, dass man sozusagen eine 9. Klasse jedes Jahr unterrichtet, aber man unterrichtet es immer wieder anders, weil man neue Entwicklungen integriert. Und das macht doch gerade Salz in der Suppe aus. Und deswegen finde ich den Lehrerberuf wirklich spannend, weil ich orientiere mich an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und versuche, diese ins Klassenzimmer zu bringen. Und es ist doch gerade spannende. Also, wenn ich da meinen Ordner rausziehe und jedes Jahr das gleiche unterrichte, also Entschuldigung, das ist dann doch echt Aber es muss langweilig. natürlich, passen, ne? Also sozusagen, der Unterricht wird ja nicht besser, nur weil ich das neueste Tool Nee. verwende. Darum geht es mir, ne? Sondern klar soll es auch einen aktuellen Bezug haben und dann auch ja, funktionieren und auch die Kinder ansprechen. Klar, Aber ich ja. meine sozusagen, mein Plädoyer ist nicht, dass die Lehrkraft die Zeit darauf verwenden sollte, immer zu sichten, was es an Nee. tollen neuen Sachen gibt, ne? Sondern Ja. da Und muss man muss ja auch natürlich. den Unterricht nicht komplett umändern jedes Mal, sondern immer mal wieder versuchen, was anders zu integrieren. Und auch Projektarbeiten mache ich nicht Stück am Stück, sondern vielleicht eine pro Halbjahr.
wo ich versuche, was anderes zu machen, damit die Schüler mehr lernen, kompetenzorientiert lernen. Und natürlich muss ich den Pflichtstoff auch erfüllen, weil wenn ich die Klasse abgebe, muss der nächste Lehrer das fortsetzen können, ohne dass sie riesige Wissenslücken haben. Weil wir bilden die ja fürs Abitur vor, für die Prüfung, für die Prüfung. Und dann sind wir wieder beim Thema Änderung der Prüfungskultur. Das muss natürlich auch sein. Und da müssen auch die Medienkompetenzen mit rein. Nur wenn die dort abgeprüft werden, dann integrieren die Lehrerinnen und Lehrer viele auch wirklich in den Unterricht. Also wir brauchen eine Veränderung auch der Prüfungskultur, gerade bei den Kompetenzen. Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Menge formuliert, was wir verändern können und auch ein bisschen Beruhigung reingebracht, wenn man hoffentlich, wenn es darum geht zu gucken, muss denn wirklich jede neue Technologie und alles, was neu ist, gesichtet werden und dann überprüft werden, ob das was ist. Dafür gibt es ja auch Lernplattformen und dafür wäre es natürlich auch gut, ne? Als Ira, du hast ja vorhin die Kompetenzzentren angedeutet, die genau das ja auch leisten wollen, um so eine kleine Orientierung zu geben. Wir haben hier noch eine ganz interessante Anregung, die ich gerne auch nochmal aufgreifen wollte, nämlich Stichwort außerschulische Lernorte. Ne? Da gab es jetzt eine Frage im Chat. Also, wie sieht's aus? Wie kann man da mit einbinden? Was sagt ihr? Da muss ich erstmal die Frage lesen. Also Also, ich meine, welche Rolle könnte außerschulische dabei aus? Lernorte sind Genau. natürlich immer eine schöne Idee. Man muss aber sozusagen, und wir betreiben in Oldenburg ja selber auch außerschulische Lernorte, die auch gut nachgefragt werden. Aber da müssen wir uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wir nicht den ganzen Unterricht leisten können und auch von der Fallzahl, die P Kinder, die bei uns auflaufen, natürlich nur ein Bruchteil sind von den Schülerinnen und Schülern, die es überhaupt gibt. Das heißt, die können nicht die Hauptlast tragen. Aber sicherlich hoffen wir auch, und so sind die meisten unserer Lernlaboraktionen auch aufgebaut, dass das eigentlich so eine Art Fortbildung auch am lebenden Objekt ist. Ja, dass wir schon Dinge tun, die hoffentlich die Lehrkraft auch dann sich zumindest einen Teil davon übernehmen kann, zu überlegen, ja, kann ich das nicht vielleicht auch dann später in meinem eigenen Unterricht unterrichten. Insbesondere bei Informatik hat man ja selten ein gutes Vorbild aus seiner eigenen Schulzeit. Und dann ist es wichtig, dass man eben auch mal andere sieht, die vielleicht auch einen hoffentlich guten Unterricht geben. Und das passiert an solchen außerschulischen Lernorten. Aber ansonsten sind die außerschulischen Lernorte natürlich auch oft ein Ort eben für so ein Primärerlebnis, dass wir eben gerade das nicht auf das Digitale übertragen, sozusagen, es sei denn, wir machen das wie bei Informatik zum Unterrichtsgegenstand. Ne? Aber das ist halt, dann hat man die Möglichkeit sozusagen der echten Interaktion, zum Beispiel mit dem Wattenmeer oder so. Genau, und da kann man eben genau für vor allen Dingen für den MINT-Unterricht ja ganz viele tolle Sachen auch machen. Manchmal ist da vielleicht noch ein Mehr möglich, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel die Gestaltung des Ganztages auch nochmal ein bisschen mitdenkt. Patrick, der Andreas Schwenger, der sagt, dass du auf der Insel der Glückseligen lebst. Ist dir das so bewusst? Also, Stichwort Ausstattung. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Ira. Du hattest vorhin schon mal ganz kurz die Ressourcenfrage angedeutet, die auch ein Thema ist in den Empfehlungen der GI. Ja, was, wenn man gerne möchte, aber nicht kann, weil man noch nicht mal vernünftiges WLAN hat? Ja, also das ist natürlich sozusagen Ressourcen sozusagen auf der Ausstattungsebene sind gar nicht Teil der Empfehlungen, sondern die Ressourcen, die wir meinen, sind Ressourcen in Form von Credit Points im Studium, dass dafür entsprechende Ressourcen im Studium vorgesehen sind und natürlich auch Ressourcen für die entsprechenden Lehrenden. Auch die kosten ja Geld und natürlich braucht auch die Universitäten entsprechende Ausstattung. Also WLAN ist natürlich in den Unis eigentlich kein Thema. Wohl aber die Ausstattung der Studierenden, die sehen natürlich irgendwie selber tragen oder eben dann die Ausstattung, also das WLAN dann bei denen wieder zu Hause. Also ich habe dann auch zum Teil, wenn ich Online-Vorlesungen habe, zeichne ich die immer auf, damit die Studis, die dann irgendwann später, wenn sie besseres WLAN haben, dann sich runterladen können oder sowas. Also das sind immer noch, das ist einfach ein Deutschland-Problem. Ne? Wir haben zu spät mit der Digitalisierung angefangen. Oder mit der Bandbreite. Und das wird jetzt aber langsam besser, würde ich sagen. Wir haben aber auch ein Zuständigkeitsproblem, weil in Schule, das wissen wir ja alle, wir treffen ja so drei Welten aufeinander, ne? Also der Bund
haben wir bedingt, der in die Schule eingreifen darf. Dann haben wir die Länder und die Kommunen. Und die müssen alle irgendwie am gleichen Strang ziehen. Und das ist auch nicht so leicht. Und die Eltern haben wir auch noch mit am Start, die ja auch eine bestimmte Vorstellung natürlich innerhalb der Erziehungspartnerschaft auch haben, ne? Patrick, du nix, weil ihr eure Medienbildung mit den Eltern sehr intensiv zusammen macht. Wo wir jetzt über Zuständigkeiten schon gesprochen haben, es gibt nämlich hier auch zum Beispiel die Beobachtung, und die ist ja mehrfach, haben wahrscheinlich viele und müssen es auch machen. Wenn ich nämlich als Lehrkraft ChatGPT, ich weiß nicht, Patrick, wie du das machst, vielleicht kannst du das auch gleich sagen. Also da muss man ja aus eigener Tasche unter Umständen bezahlen, man muss Accounts anmelden, na, und so weiter und so weiter. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr das? Nein, das ist eine Aufgabe der Schule. Wenn ich möchte, dass die Schüler mit ChatGPT umgehen, dann kauft die Schule eine KI-Tool-Lizenz bei einem Ja. datenschutzkonformen Anbieter. Und diese Lizenz kann von allen Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden. Und erste Bundesländer haben ja alle Lehrerinnen und Lehrer bereits mit solchen Zugängen ausgestattet. Und eigentlich sollten alle Lehrerinnen in Deutschland mit solchen datenschutzkonformen Zugängen ausgestattet werden. Es kann nicht sein, dass man das aus der eigenen Tasche bezahlt. Also das ist Aufgabe des Landes, des Bundes, hierfür zu sorgen, nicht nur die Lehrer, sondern auch alle Schülerinnen und Schüler entsprechend auszustatten. Aber ihr seht, was hier abgeht. Also es kommt volle Zustimmung. Offenbar zahlen sehr viele aus privater Tasche ihrer. Ja, also das, ich kann mich da Patrick nur anschließen. Das ist auch, also wenn wir schon den Vergleich mit der Wirtschaft, den wir vorhin hatten, nochmal machen, dann kann man es auf ganz viele Dinge noch übertragen. Also welches Unternehmen erwartet denn bitte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem privaten Laptop zur Arbeit kommen? Oder welches Unternehmen stellt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Dienst-E-Mail-Adresse zur Verfügung? Diese Zustände haben wir leider immer noch in etlichen Bundesländern. Es wird langsam besser, aber in dem Moment, das hat ja auch organisatorische Probleme. Wenn jetzt also zum Beispiel ein Bundesland nicht in der Lage ist, eine E-Mail zu schicken an alle Englischlehrer, sondern das immer erst an Schulsekretariat, und die müssen das dann vielleicht weitererzählen. Ne? Oder auch die Kommunikation mit den Eltern. Wenn jetzt irgendwie Schule ausfällt, wie erfahren die Eltern, dass jetzt in der Schule hier um die Ecke, es passiert heute gerade, Strom ausgefallen ist? Ne? Dann muss es dafür entsprechende Kommunikationswege geben, die vor diesem Notfall bekannt sind. Früher gab es sowas wie eine Telefonkette. Gibt es Genau. heute nicht mehr, ne? Oder Es gibt nicht nur ChatGPT, sondern natürlich auch die wunderbar ja von vielen genutzten Chatgruppen. Ich nenne jetzt mal den Hersteller gerade nicht, der wahrscheinlich der Marktführer ist, aber auch der ist ja nicht überall erlaubt oder in den wenigsten nee, Bundesländern. und schon gar nicht, wenn ich mit den Kindern so arbeite. Genau. Ich kann ja auch sozusagen, dazu gehört es eben auch, die Kompetenz zu besitzen, das, was ich selber tue, vielleicht aus der Not heraus, um mit meinen Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren, zu reflektieren. Ich kann nicht in diesen einen Chatdienst einfach für meine Klassenlehrerinnen arbeiten, mit meinen Kindern und deren Eltern irgendwie benutzen und 2 Stunden später welchem Unterricht auch immer sagen, dass es böse ist, nicht dieses GVO-konforme Tools zu benutzen. Also das muss zusammenpassen. Und darüber muss ich nicht nur allein reflektieren, sondern eben auch im ganzen Kollegium und eigentlich eben auch in der Kommune und im Land. Sozusagen, das ist sozusagen, warum das noch nicht so gut jetzt etabliert ist. Das ist ganz oft auch nicht das die Schuld der einzelnen Lehrkräfte, ganz im Gegenteil, sondern es hat lange auch eine Strategie gefehlt, wie man die Lehrkräfte digital auch in ihrer Arbeit unterstützt. Jetzt muss man sagen, und darauf können wir vielleicht jetzt gleich nochmal positiv, ermunternd zum Schluss dann zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt 17:05 Uhr, wir haben später angefangen. Wir haben, ich hoffe, das kann sich jeder einrichten, jetzt noch ein bisschen Verlängerung bekommen. Wir sind ja mit Zoom mindestens 1 Stunde drin. Insofern können wir vielleicht zum Schluss nochmal über die Ermunterung reden und über das, was jetzt kommen sollte, denn wir erleben ja auch in anderen Ländern, die sehr lange als Vorreiter galten, dass da sowas wie so eine Art, wie soll man mal sagen, Ernüchterung eintritt. Die waren natürlich oft schon viel weiter als wir. Das heißt, wenn die sich ernüchtern, sind die trotzdem noch weiter als wir.
Aber das wird ja gerne dann vielleicht auch dafür genommen, dass man sagt, ja, guck mal, Schweden, die machen das jetzt auch ganz anders, die Niederländer wollen das alles machen, also ist alles nicht so heiß jetzt gekocht, wie es gegessen wird. Was können wir tun für all die, die sich aufmachen wollen, in die wirkliche, kompetente, digitale Zukunft zu starten? Was wären da eure Vorschläge? Ich sage bei Fortbildung immer den Lehrerinnen und Lehrern, die Mischung macht's analog und digital. Es kann nicht sein, dass jetzt in der Tablet-Klasse alles digital läuft. Das Schülergerät soll maximal 50% der Zeit an sein. Und die restliche Zeit geht es weiter mit einem Heft, mit einem Buch, mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit und so weiter. Das bedeutet, in Mathematik zum Beispiel, in der Tablet-Klasse mache ich das Regelheft digital in GoodNotes, aber das Übungsheft komplett analog. Auch hier die Mischung. Wir haben auf unseren Tablets keine E-Books drauf, sondern die Schüler haben noch ihr analoges Schulbuch und das wünschen sich die Schülerinnen auch. Also man muss einfach den Lehrerinnen und Lehrern wieder Beispiele aufzeigen, wie man das machen kann, dass eine gute Mischung zustande kommt. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Erfolg, die Mischung analog und digital, die macht es einfach aus. Und die sollten wir in die Schulen pushen, sozusagen mit guten Beispielen. Allerdings, und das ist jetzt gerade ein Einwand, das ist ja, sagen wir mal, ein sehr individueller Zugang, ne? Das kann da mit Glück oder Pech zu tun haben, ne? Das darf es ja eigentlich nicht sein. Du hast vorhin die Bildungsgerechtigkeit ja auch schon angesprochen. Also müssen wir ja irgendwo mal anfangen, um einen Standard zu formulieren, oder? Klar, das wäre wünschenswert, aber da warte ich mal bis zu meiner Pensionierung, bis da ein Standard gibt. Also natürlich, es hängt vom Engagement einzelner Lehrer ab, es hängt vom Engagement des Schulträgers ab, was der daraus macht und auch von der Schulgemeinschaft, ob sowas gefördert wird, Tablet-Einsatz oder auch nicht. Leider hängt es davon ab. Aber wichtig ist, es darf zum Beispiel keine Elternfinanzierung geben zur Chancenbildungsgerechtigkeit von 1:1 Tablets. Die KI-Tools dürfen nicht nur Schüler sich aus reichen Elternhäusern leisten können. Zum Beispiel der KI-Mathelehrer-Chatbot Alena kostet an die 120 Euro. Das kann nicht sein, dass es die Schüler einzeln leisten und die guten Schüler oder die aus reichen Elternhäusern können sich das leisten und können dann mit diesem KI-System Mathe lernen, sondern alle Schülerinnen und Schüler sollten diesen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist Chancenbildungsgerechtigkeit und da muss man einfach hin und schauen, dass es so funktioniert Genau, in und eben irgendeiner auch Form. die Lehrkräfte damit ausrüsten, dann sozusagen, was wir und auch dann umgekehrt wieder die Hochschulen. Also was wir immer wieder erleben, ist, dass zwar darüber diskutiert wird, bestimmte Dinge, zum Beispiel digitale Schulbücher für Schulen, sind möglich, aber wir an den Universitäten haben keinerlei Lizenzmodell, dass wir mit digitalen Schulbüchern unsere Studis ausbilden. Da müssen wir dann wieder die Papierbücher rausziehen, was auch gut ist. Aber es ist sozusagen nicht zu Ende gedacht. Sozusagen immer, sozusagen manchmal nur an die Schüler zu denken, nicht an die Lehrer oder eben zwar schon an Schule zu denken, aber nicht an die Lehrkräfte, Bildungsinstanzen, die davor oder drumherum sind. Das ist eben leider häufig ein Problem, was auch mit Zuständigkeiten zu tun hat, weil für das eine ist irgendwie das eine Ministerium zuständig und für das andere ist das andere Ministerium. Also da muss ich noch viel abschleifen, würde ich sagen. Diese sozusagen eher auch in dem ganzen Bildungsgang zu denken. Das Ja. ist, glaube ich, das, was wir eigentlich allen Politikerinnen und Politikern mitgeben können. Ja, und auch darüber nachzudenken, das fragt nämlich die Claudia Potthoff um, dass bitte mehr Fortbildungen flächendeckend zu diesen Themen auch sozusagen verstetigt werden, weil wir haben ja festgehalten, das ist jetzt nicht nur mal ein einmaliger Akt, eine einmalige Kompetenzerwerb, sondern da muss man immer dranbleiben. Und die Technologie wird das viel mehr treiben denn früher, oder Ira? Wie können wir flächendeckender Fortbildungen da? Habt ihr das auch bei den Kompetenzverbünden immer mit in den Forderungen wahrscheinlich, Also ne? die Kompetenz, Verbünde, sozusagen was Lernen digital ist jetzt hier gerade gemeint, das ist leider sozusagen, es ist etwas, was ist gut gemeint und ich glaube auch, dass wir das brauchen. Aber das sind Projekte, die sind angelegt für 2,5 Jahre. Und wenn ich eine Fortbildungskultur in einer bestimmten Gegend für ein bestimmtes Thema errichten will, dann brauche ich dafür länger als 2,5 Jahre. Denn man braucht so Netzwerke, die man bildet, dass es immer wieder
Das, eigentlich wäre es am besten, wenn die Lehrkräfte immer wieder zu dem gleichen kommen und es erstmal egal ist, welches Thema kommt, weil sie dann sich eben auch offen mit neuen Sachen beschäftigen, auch ohne dass sie davon schon gehört haben und auch ohne davon einen gewissen Leidensdruck zu verspüren, sondern einfach aus Interesse an den Menschen und an dem Austausch, an sozusagen die Wertschätzung des Austausches untereinander in der Region. Das sie zur Fortbildung bringt und nicht immer so Themen ad hoc, mal zu ChatGPT, mal zu irgendeiner Plattform X oder so. Ja, dass das nicht so übermächtig ist und so das Gefühl ist, dass es Genau, übergeordnet dass es regelmäßig ist, dass es einfach dazugehört. Ne, viele diskutieren natürlich auch über eine Fortbildungspflicht, die es auch in vielen, in einigen Bundesländern zumindest gibt. Ich glaube, in Hamburg mindestens. Wieso nicht? Aber ja. dann muss das auch anderswo natürlich sich auch wieder ausgeglichen werden. Genau. Digitalpakt ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Können wir jetzt heute hier nicht mehr groß anpacken, die Politik rührt ja an vielen Stellen, aber die Verstetigung zum Beispiel dieser Anlaufstellen der Fortbildung, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Forderung, die auch noch nicht neu ist, sondern die es schon ganz lange gibt. Wir haben Patrick mit ChatGPT angefangen, sozusagen als Role Model für die neuen Technologien, die da noch kommen. Ich würde sagen, hören auch damit auf. Es gibt nämlich noch eine Frage von Eva Mohr-Sturm. Gibt es noch weitere Kriterien für gute Aufgabenstellungen in der Arbeit mit ChatGPT für den Unterricht? Du hast ein paar Beispiele genannt, aber Kriterien waren, Schüler mitzunehmen, dich selber mit ChatGPT zu beschäftigen, auch zu sehen, dass eben kollaborativ gelernt wird. Was noch? Ich könnte jetzt 3,5 Stunden darüber reden, ja, und Vielleicht mal. das ist auch eine Fortbildung, die in Baden-Württemberg offiziell angeboten wird. Wir machen 3,5-stündige Workshops, anschließend gehen die Fachschaften zusammen. Die Veranstaltung dauert einen halben Tag, 5 Stunden. Und da geht es darum, welche Kompetenzen werden durch ChatGPT gefördert, wie kann ich Kompetenzen mit ChatGPT und anderen KI-Tools fördern. Und das Handout kann man sich da unter dem Reiter B runterladen. Also das sind ganz viele Unterrichtsbeispiele drin für die Kollegin, wo man sich dran orientieren kann. Aber das entwickelt sich auch immer weiter. Und zum Abschluss kann ich einfach sagen, wirklich mal was Positives. Viele Lehrer sind jetzt interessiert, sich da fortzubilden und wollen ihren Unterricht auch verändern, weil sie merken, es geht nicht anders. Und ich würde einfach sagen, großes Lob an die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie dafür bereit sind. Genau. Und jetzt noch vielleicht was Positives, Ira, von dir zum Schluss. Wie sieht's denn aus mit dem Informatik-Nachwuchs? Gibt's mehr jetzt? Mehr Ja, es wird Informatiklehrerinnen? natürlich, ja, es gibt mehr. Also wir sind natürlich, gibt es von uns zu wenig, das ist klar. Das wäre aber nochmal ein anderer Call, sozusagen über die Lage von Informatiklehrkräften zu sprechen. Sozusagen, aber sozusagen, um sozusagen auszudrücken, also in verschiedenen Bundesländern, nicht nur bei uns in Niedersachsen, gibt es auch sowas wie eine Art Familientreffen immer einmal im Jahr, das ist sowas wie der MNU-Tag, nur extra für Informatik. Auch beim MNU-Tag trifft man sich ja auch zur Informatik und man hat eigentlich zwei sozusagen Familientreffen, wo man dann hingehen kann. Und das war jetzt nur der kleine Werbeblock in Niedersachsen, ist das dann am 12.3. Da gibt es noch ein paar freie Plätze. Wer es jetzt noch sich schnell anmelden will, kann das tun. Und wir haben tatsächlich eine wachsende Anzahl von Universitäten bundesweit, die Informatiklehrkräfte ausbilden. Die Karl-Zeiss-Stiftung hat 5 Professuren dafür spendiert und wird auch noch viel mehr sich dort in nächster Zeit, in den nächsten 8 Jahren, haben sie gesagt, engagieren und dort etliches Geld hineinstecken, das auch nicht nur in den Fördergebieten, sondern auch sonst in Deutschland mehr Informatiklehrkräfte ausgebildet werden und mehr auf dem Gebiet auch einfach mehr beforscht wird. Denn auch das darf man natürlich nicht vergessen. Wir müssen auch wissen, was Ja. wir tun. Also es ist ein Streif am Horizont, würde ich sagen, aber das wird noch lange dauern, bis wir genug Lehrkräfte haben, für das Fach. Aber das sollte uns nicht abhalten, die Kinder zu unterrichten. Absolut nicht, denn es geht auch um das Hier und Jetzt und natürlich um kluge Strategien für die Zukunft. Lehrkräfte werden ja nicht nur in der Informatik gesucht, da gibt es ja auch noch ganz viele andere Bereiche, die noch dringend Nachwuchs brauchen. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Schnitt für heute, für diesen Call.
und halten fest, dass sich hier unglaublich viele Informationen schon gesponnen haben. Ich hoffe, dass alle von Ihnen für sich was mitnehmen konnten oder alle von euch. Wir duzen ja hier. Und die nächste Frage ist natürlich, wie können wir beim nächsten Mal vermeiden, dass wir solche Anfangsschwierigkeiten hatten? Ich finde, wir haben uns heute trotz alledem ganz tapfer geschlagen, oder? Kriegen wir mal Daumen nach oben. Ich würde Ja, auch zumindest sagen. wir sind ja noch da, ne? Ist immer schwierig. Genau. Wir können nicht die Leute fragen, die wir verloren haben. Wir können nicht die Leute noch fragen, die wir verloren haben, aber wie das immer so ist, man redet oft über die, die man verloren hat, aber es sind ja noch ganz viele da. Und an alle die auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank fürs Dabeisein, für die Geduld, für die Problemlösungskompetenz, die nämlich hier sich wunderbar gezeigt hat bei ganz, ganz vielen. Vor allen Dingen natürlich auch ganz lieben Dank für Ira Dieter, an Ira Diethelm und an Patrick Bronner. Toi, toi, toi fürs weitere Arbeiten und Stricken an den Kompetenzen und an den Wegen, um diese Kompetenzen in die Fläche zu bringen, denn dass es da noch ein bisschen hakt und dass da auch noch ganz viel Wissensdurst ist, der hoffentlich in dann irgendwann mal bundesweit ständigen Fortbildungsmöglichkeiten endet. Das ist, glaube ich, auch nochmal deutlich geworden. Ich wünsche allen einen wunderschönen späten Nachmittag aus Köln und sage toi, toi, toi. Tschüss zusammen. Dankeschön für den Tschüss. Community Call. Alles Gute. Viele Grüße aus Freiburg. Ciao.